2g, x ist gleich 02 plus t4 minus 2. Berechnen Sie den Schnittpunkt mit den Geraden a, x ist gleich 2,1 plus t2,3. b ist gleich x ist gleich 2,1 plus t minus 2,1. c, x ist gleich 1,2 plus t2 minus 1. So, wenn man den Schnittpunkt von Geraden berechnet, dann muss man erstmal den Parameter umbenennen. Das heißt, ich schreibe hier jetzt überall ein S hin und fange dann mit der A an, da setze ich die gleich. Das heißt, ich schreibe in 02 plus t mal 4 minus 2 ist gleich, das ist der hier, ist gleich dem, 21 plus S mal 23. So, dieses erzeugt ein lineares Gleichungssystem. Das ist, lineare Gleichungssystem heißt 0 plus 4t gleich 2 plus 2s. Und die untere Zeile heißt 2 minus 2t gleich 1 plus 3s. So, das kann man dann noch ein bisschen umformen. Wir erhalten dann hier minus s plus 2t gleich 1. Das ist diese Gleichung. Habe ich das 2s subtrahiert und dann noch durch 2 geteilt. Hier muss ich jetzt ein 3s subtrahieren, habe ich hier minus 3s minus 2t gleich minus 1. So, und jetzt kann ich anfangen, das zu rechnen. Ich kann durch Zufall direkt addieren und muss nicht mehr das Ganze irgendwie umformen. Ich addiere das und erhalte minus 4s gleich 0 oder s gleich 0. So, dann rechnen wir noch das t aus, bräuchten wir aber eigentlich gar nicht. Das t, da setze ich das Ganze hier oben ein, das s gleich 0 und dann habe ich hier 2t gleich 1 oder t gleich 1,5. So, das bedeutet, wir können jetzt den Schnittpunkt rechnen. Dazu setzen wir s gleich 0 oder t gleich 1,5 ein. S gleich 0 heißt x ist gleich 2,1 plus 0 mal 2,3. Damit ist das hier der Schnittpunkt. Den gleichen Schnittpunkt würden wir erhalten, wenn wir das t gleich 1,5 hier oben einsetzen würden. T gleich 1,5 bedeutet, hier steht dann 2, in der zweiten Komponente steht dann die 1. Kommt also das Gleiche raus. So, jetzt gehen wir mal zum B-Fall. Dieser B-Fall, also beim A-Fall hatten wir s gleich 0, t gleich 1,5, eindeutige Lösung. Jetzt gehen wir zum B-Fall, wir schreiben wieder 0, 2 plus t mal 4 minus 2 ist dasselbe wie 2, 1 plus s mal minus 2, 1. So, das erzeugt wieder ein lineares Gleichungssystem. Das lineare Gleichungssystem heißt wieder 4t gleich 2 minus 2s. Die zweite Gleichung sagt 2 minus 2t gleich 1 plus s. So, und das bauen wir wieder um dementsprechend. Das heißt, ich addiere hier das 2s, teile durch 2 und habe dann s plus 2t gleich 1, das ist nach plus s. So, und das bei der zweiten Gleichung, da subtrahiere ich das s und habe minus s minus 2t gleich minus 1. Wieder durch Zufall kann ich direkt addieren. Bei der direkten Addition passiert aber etwas Erstaunliches. Da bleibt dann übrig 0 gleich 0. So, was heißt dieses 0 gleich 0? Ja, bitte. Ja, kann man besser ausdrücken. Es geht jetzt um Lagen von Geraden. Was bedeutet 0 gleich 0? Ja, bitte. Ein Schnittpunkt. Mehr. So ist es. Also das bedeutet, sind identisch. Ja, hier war s gleich 0, t gleich 1. So, wir gehen zur letzten. Das ist diese hier. Das ist dann wieder die 0, 2 plus t mal 4 minus 2 ist dasselbe wie das hier 1, 2 plus s mal 2 minus 1. Wir erschaffen wieder ein lineares Gleichungssystem. Und wir haben die erste Zeile 4t gleich 1 plus 2s. Die zweite Zeile heißt dann 2 minus 2t gleich 2 minus s. Und wir bauen das wieder als LGS um.
mache ich jetzt hier unten. Wir bauen das als LGS um und haben die erste Zeile, die da heißt minus 2s plus 4t gleich 1. Die zweite Zeile, da müssen wir das s addieren. Da haben wir dann s minus 2t gleich 0. So, und jetzt multiplizieren wir diese zweite Gleichung mit 2 und wir erhalten 2s minus 4t gleich 0. Die erste Gleichung, die lassen wir so, wie sie ist. Minus 2s plus 4t gleich 1. Wir addieren das Ganze und es kommt heraus 0 gleich 1. Was bedeutet das dann für unsere Lage? 0 gleich 1. Also hier, das 0 gleich 0 ist eine sogenannte Tautologie. Tautologie heißt, ist immer wahr. Ja? Sowas wie Mathe ist toll, ist auch immer wahr. Und hier 0 gleich 1, wie würden wir das nennen? Das nennen wir einen Widerspruch. Das ist also immer falsch. Widerspruch heißt, es gibt keinen Schnittpunkt und in der Ebene heißt das, die Geraden sind echt parallel.